Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und das nennt sich Strike Force Kitty. Ich habe dazu mal die Flash-Version gespielt, Strike Force Kitty Force oder sowas hieß das. Das war sehr, sehr witzig und ihr mochtet das auch relativ gern und jetzt gibt es auch ein Spiel bei Steam, seit glaube ich einem Jahr ungefähr und ich musste es einfach haben. Ich musste es einfach haben, es ist so süß, es sind überall Katzen und da ich gestern eine Maus in meinem Zimmer hatte, dachte ich mir, ja, jetzt kommt die Zeit. Ich muss diese Katzen jetzt endlich trainieren, damit ich keine Mäuse mehr in meinem Zimmer habe. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Ja. Und in diesem Spiel geht es nämlich um den bösen, bösen Fuchskönig, der den Katzenkönig angreift mit all seinen Truppen. Und die armen Katzen wissen nicht, was ihnen geschieht. Oh mein Gott. Und die Prinzessin wird entführt. Von dem bösen, bösen Fuchsleinchen. Und der König ist sehr, sehr traurig darüber. Aber die Armee der Ketzerich plant schon die Revolte und bauen ihre U-Boote, um den Fuchskönig zu vernichten. Es ist irgendwie von der Overworld so ein bisschen aufgebaut wie Mario. Guck da, wir planen unseren Angriff, wir greifen aus dem Hinterhalt an. Map 1. Ja, und wer das Spiel gar nicht kennt, man läuft einfach durch eine Map durch, kämpft dann immer gegen irgendwelche Gegner und kriegt dann irgendwelche Kostüme. In dieser Map kann man anscheinend, mal gucken, ob ich die alle zusammenbekomme, den Hutmacher aus Alice im Wunderland kriegen, Ruffy aus One Piece, hier der Typ ist auch aus One Piece, aber von denen habe ich den Namen vergessen, den kenne ich gar nicht, irgendein Trunkenbold, keine Ahnung, hier der Typ aus Hitman, der Daddy-Bohrer-Typ aus Bioshock, der Fußrudar-Typi aus Skyrim und Glumanda aus Pokémon. Okay, cool, die habe ich alle erkannt, außer den hier. Und ich würde sagen, notwendige Fähigkeiten, wir brauchen, was auch immer das ist, uns zerschlagen und meine Ketzer können gar nichts und keine Ahnung. Aha, eben ein Schema. Cool. Dann würde ich sagen, Start. Los, meine Kätzchen. Vernichtet sie. Oh mein Gott, das sind Glumanda und der Hutmacher. Was sollen wir tun? Okay, ich kann nichts machen. Die Kämpfe gehen automatisch. Sie können sich in den Kampf nicht einmischen. Okay, danke, netter. Oh nein, wir haben Glumanda aufgehangen. Und ich glaube, jetzt haben wir nämlich auch das Kostüm von Glumanda. Okay, gut zu wissen, dass die von alleine kämpfen. Und wir haben die Tasse vom Hutmacher. Und du versuchtest auf die linke Maustaste zu springen. Was ist das denn für ein Deutsch? Okay, also wir können mit der linken Maustaste springen. Gut zu wissen, Leute. Hier unten sehen wir, wie viele Leben unsere kleinen Kätzchen haben und wie viele Leben der gegnerische Fuchs hat. Und los, macht ihn fertig. Keiner darf sterben. Wir haben die Waffe von Hitman bekommen. Geil. Okay, also die einzige Sache, die wir machen können bisher, ist zumindest hüpfen. Und da haben wir schon die erste Map geschafft. Yay, Victory. Wir haben 3 Kostüme freigeschalten. Und 42, sehr gut. 42 Fische bekommen. Geil. Genau, und an sich müsste man die Levels ein paar Mal öfter spielen. Ihr seht hier diesen Kreis. Wir haben jetzt nur so ein ganz kleines bisschen von dem ganzen Kreis bekommen. Das heißt, später kriegt man dann noch neue Fähigkeiten. Stand da ja auch, wir brauchen diese Fähigkeiten, damit wir das ganze Level durchspielen können. Damit wir halt auch in diese Teleporter rein können. Damit wir auch die Kisten hier aufmachen können und alles Mögliche. Aber das kommt erst später. Und jetzt können wir erstmal trainieren. Es gibt 3 verschiedene Stats. Einmal hier Stärke, Leben und Geschwindigkeit und jedes Mal kostet das, glaube ich, 15 dieser Fische. Das heißt, diese Fische sind sehr gut, um stärker zu werden. Wir können ja erstmal die Leute jetzt hier ein bisschen stärker machen und ein bisschen schneller. Guck mal, jetzt trainieren die hier wirklich. Wow. Wir haben noch 12 Fische. Okay, mehr können wir leider nicht machen. Aber wir können noch unsere Kätzchen anpassen vom Kostüm her. Hier, wir können jetzt, wir haben zum Beispiel jetzt nur das Unterteil von Glumanda bekommen. Es gibt dazu auch noch einen Hut. Und unten rechts seht ihr immer, wenn ich jetzt hier über das Glumanda-Kostüm rübergehe, was das genau bringt. Der Körper bringt 16 Leben und 3 Angriff dazu. Und der Hut würde 2 Schnelligkeit und 11 Leben dazu machen. Und wenn man beides hat, dann ist da überall ja dieses Fragezeichen. Und dann wird man noch irgendeine Special-Fähigkeit bekommen. Und so können wir jetzt unsere Kätzchen hier einkleiden. Guck, der ist jetzt hier stärker geworden. Und dann kriegt er noch eine Fernkampfwaffe. Ein Fernkampf-Glumanda ist das nämlich. Und die Tasse kriegt die weiße Katze, weil weiße Katzen mögen weiße Sachen. Ja, mehr können wir noch nicht machen, Leute. Aber wir können noch in den coolen Fotomodus gehen. Und den finde ich sehr witzig. Da kann man jetzt seine Katzen nehmen, irgendwo hin platzieren und auch andere Posen einnehmen. Hurra! Okay, warte.
machen das richtig cool. Hier, der fliegt hier so hin und der Fuchs greift den an und der kommandiert die und der macht auch irgendwas, der kommandiert auch und er fliegt hier so weg, weil die Katze den angreift. Und der sagt auch irgendwas. Und der ist auch bereit für den Kampf. Und dann kann man hier nämlich ein Foto machen. So wie man das haben will. Das ist richtig witzig. Und dann kann man sich die angucken, Leute. Cool. Gut, ich hoffe, wir haben es gespeichert, dass die jetzt so aussehen, wie sie aussehen. Und dann können wir eigentlich in die zweite Map gehen. Oh Mann, hier ist ein Shiggy. Okay. Oh Gott, das wird mein ganzes Trivia-Wissen hier aufopfern. Und der Sepp weiß, mein Trivia-Wissen ist nicht gut. Aber hier haben wir auf jeden Fall Shiggy, wir haben Glumanda, wir haben Phlegmon, alle aus Pokémon. Dann haben wir hier diesen Typen aus Fallout. Was soll das denn sein? Ist das der schwarze Magier? Kann sein. Nee, der hat einen Zylinder auf. Hä, wer soll das sein? Irgendein Zauberer. Aber aus welchem Universum? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall der Halo-Dude hier. Das hier ist der von Cut the Rope, der Assassin's Creed-Typi, Naruto natürlich. Und den kenne ich auch nicht. Soll das ein KKK-Typ sein? Ich weiß es nicht. Es gibt 4 Truhen und eine Fähigkeit brauchen wir hier nur noch. Okay, go! Ihr schafft das, meine Kätzchen. Ich meine, ihr seid jetzt zur Hälfte schon ein Glumanda. Oh Mann, ich muss hier hüpfen, sonst falle ich runter. Oh Gott. Ja! Oh, man muss den nicht mal... Nein, greift den noch an. Ich wusste nicht, dass man über die rüber gehen kann. Jetzt habe ich das Bisasab nicht mitgenommen. Aber wir sollten jetzt auf jeden Fall ein bisschen stärker geworden sein. Guck mal, er greift jetzt hier aus dem Hinterhalt an. Dann hätte er natürlich das Glumanda-Shirt gar nicht haben müssen. Weil er wird ja sowieso nicht angegriffen. Oh mein Gott, wir haben eine Katze verloren. Oh nein, hüpft, hüpft meine kleinen Katzen. Tötet das Phlegmon. Phlegmon kann gar nicht so stark sein. Oh, aber jetzt ist schon einer tot. Das ist nicht gut, Leute, nicht gut. Oh Gott, wir laufen wieder zurück. Ah, da. Hier, ja, okay. Ihr macht das gut. Ich weiß nicht mehr, ob die runterfallen können. Oh Gott, ist das alles stressig hier. Da sind Assassin's Creed Leute, aber wir haben nicht mehr viele Leben. Oh, kommen wir da hin? Oh nein, no chance. Der hat uns sicher hingelassen. Nein, dreht wieder um. Oh, warte, können wir jetzt vielleicht das Glumanda wiederholen? Das Bisasam? Komm her, du Bisasam, wir töten dich. Kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir... Nein, nur eine zweite Katze. Wir müssen gleich einfach nur durchlaufen, jetzt ohne Witz. Ich glaube, Geschwindigkeit bringt quasi Initiative, oder? Dass sie einfach öfters angreifen in der Zeit. Nein! Jetzt haben wir nur noch unseren Hitman-Glumanda-Typen. Er muss noch einmal angreifen. Au! Oh Gott, was ein spannendes Duell. Ja, okay, wir haben den Körper von Bisasam bekommen. Jetzt frage ich mich... Was? Deserteur? Das geht nicht. Du läufst wieder in die andere Richtung. Hüpf, hüpf. Alle Fische mitnehmen, das ist wichtig, Leute. Kann man da hochklettern? Ich weiß es nicht. Kann man da hochklettern? Nix geht hier. Okay, wir dürfen jetzt eigentlich gegen gar nichts mehr kämpfen, weil wir sterben einfach. No Cats stand da, jetzt habe ich es gesehen. Finish! Yay! Okay, wir haben zumindest alle Pokémon besiegt, da bin ich da schon mal ganz happy drüber. Hallo, die Kätzchen! Wir haben bemerkt, dass bei Ihnen hier die Geheimoperation. Sie können zu uns zu jeder Zeit zu essen kommen. Richtig gut übersetzt. Der Raccoon will also, dass wir bei ihm essen gehen, ja? Okay, mache ich gleich, nachdem ich meine Kätzchen angezogen habe. Alles klar? Hier, also er braucht auf jeden Fall erstmal... Oh, obwohl, das hat ihn noch stärker gemacht, ne? Um 3 stärker aber nur, das bringt nicht so viel. Er braucht halt keine Leben, ist die Sache. Ich glaube, die Vorderen sollten eigentlich mehr Leben bekommen. Das heißt, hier, du kriegst Leben und noch mehr Leben. Der ganz vorne muss eigentlich am meisten Leben haben. Deswegen kriegt er jetzt auch einfach noch die Tasse. Zack. Und wir haben noch so einen Phlegmon bekommen. Das kann ja dann die zweite Katze bekommen. Ja, ihr seid super süß alle. Cool. Und dann schauen wir mal, was dieses Essen macht. Aha, eine Kantine. Die Café Bistro Raccoons. Und da hinten ist ein Fuchs. Leute, die Raccoons arbeiten mit den Füchsen zusammen. Vernichtet sie. Okay, Menü. Fische. Was bringt mir das? Habe ich Gold? Wie viel Gold habe ich? Ich habe nur 14 Gold. Ich kann mir gar nichts leisten. Aber was wird denn das machen? Die ständige Behandlungskraft 1. Kostet... Okay, die müssen das dann essen. 10 Minuten lang. Aber das kostet 25 Gold. Wir haben gerade nur 14. Okay, also das bringt auch Gold. Interessant zu wissen. Ich weiß nicht, wollen wir das nochmal machen? Ich meine, wir hatten hier noch diesen Assassin's Creed-Typen, den wir nicht geholt haben. Komm, wir machen das nochmal. Ah, jetzt habe ich gar nicht trainiert. Ah, das war dumm. Aber ich glaube, ich habe die jetzt besser angepasst mit ihrem Kostüm. So, dich brauchen wir nicht. Nein, ich will gar nicht gegen dich kämpfen. Es sei denn, du gibst uns... Vielleicht gibt er uns ja den Hut. Dann wäre das doch ganz gut. Dann hätten wir ein ganzes Bisasam. Dann sind wir richtig krass. Oh, wir haben das ganze Kostüm. Haben wir das ganze Kostüm bekommen oder haben wir... Ups, ich hätte springen sollen. Oder zeigt er nur an, was man jetzt von dem Kostüm hat. Da bin ich mir noch nicht so sicher, Leute. Guck mal, da oben sind Naruto, der komische Zauberer und der Fallout-Boy.
Okay, ich glaube, er zeigt an, was man schon alles von dem Kostüm hat. Das heißt, wir haben dann jetzt auch einen ganzen Shiggy, oder was? Pow! Oh, Shiggy und Shiggy haben sich gegenseitig vernichtet. Krass, was hier abgeht. Ach man. Irgendwie ist das Spiel witzig. Okay, wir haben nicht so viele Leben, aber das kriegen wir noch hin. Vernichtet den Assassin's Creed-Typen. Ob das Alter eher ist, ob das Ezio ist, man weiß es nicht. Sind auf jeden Fall böse, böse Füchse. Pow. Oh nein. Oh, shit. Wir müssen noch gegen zwei Leute kämpfen. Das kriegen wir nicht hin. Ich glaube, wir sterben. Oh mein Gott, wir sind tot. Was? Haben wir jetzt trotzdem die Kostüme bekommen? Sonst wäre das blöd, wenn wir die nicht bekommen haben. Doch, wir haben sie trotzdem bekommen. Okay, Dude, du wirst jetzt ein Level Up. Sie haben die Fähigkeit bekommen. Geben Sie es anwendbar. Okay, danke, Schneider. Geben Sie es anwendbar. Werben Sie die Fertigkeiten einem beliebigen Kätzchen ab. Diese Übersetzungen, Leute. Was? Hä, was soll das denn hier sein? Achso, ich kann das jetzt ein Kätzchen geben. Schaden für eine Feindkraft 175, was auch immer das heißen soll. Mit jedem bekleideten Anzug wird die Kraft der Fähigkeit wachsen. Okay, cool. Dann würde ich sagen, ist der erste jetzt unser Bisasam. Und der müsste jetzt... Achso, jetzt hat der diese Kitty-Fähigkeit. Okay, interessant. Dann wird der zweite ein Wii-Turtle. Ein Wii-Turtle. Was bringt das jetzt genau? Bonus. Alle angreifen plus 30% für 5 Sekunden. Zählt das dann für das ganze Squad? Man weiß es nicht, Leute. Man weiß es nicht. Und wir haben ja auch noch einen Fleckmon. Und was macht der? Schaden für einen Feindkraft 140. Ah, der hat jetzt diese komische Fähigkeit hier, oder was? Leute, ich finde das alles sehr interessant, was hier abgeht. Guck mal, jetzt sind die schon alle richtig stark. Gut, Leute, einmal probieren wir das noch. Wir müssen zumindest einmal da durch. Guck mal, ah ja, jetzt haben wir diese Fähigkeit, jetzt können wir irgendwas kaputt schlagen. Ich bin mir nicht sicher, was, aber wir schauen. Ja, auf geht's. Los, meine Pokémon. Ihr kriegt das hin? Den brauchen wir nicht. Überspringt den. Ja, sehr gut. Die brauchen wir auch nicht, da haben wir schon alles. Nein, ich will nicht gegen euch kämpfen. Oh Gott, hier geht voll die Action ab. Vergiss nicht, die Fähigkeiten im Kampf zu verwenden. Oh, echt? Das geht? Pow! Setzt eure Fähigkeiten ein. Jetzt, oh, Alter, die sind ja richtig stark. Okay, mal, es gibt Fähigkeiten, Leute. Wie cool ist das denn? Also man kann doch ein bisschen mehr machen. Das ist dann so ein bisschen wie dieses Pokémon-Spiel auf der Switch, das es auch für Handy gibt. Ich habe den Namen leider vergessen. Und wir können auch Sachen kaputt machen. So, hier, Revanche. Ich mache euch kaputt. Pow! Hier, setzt all eure Fähigkeiten ein. Okay, das zählt tatsächlich für das ganze Squad, dass sie jetzt stärker werden. Guck mal, jetzt sind wir richtig krass stark. Pow! Weggeballert. Nein, ich will gar nicht beenden. Ich hatte hier doch noch meine komische Fähigkeit. Oh, jetzt habe ich nicht gesehen, was die Fähigkeit konnte. Okay, Leute, dann würde ich aber sagen, für die erste Folge langt das erstmal. Ihr könnt mir ja mal sagen oder schreiben, beziehungsweise ich mache so eine Umfrage, ob ich dieses Spiel weiterspielen soll oder nicht. Ich finde es, glaube ich, eigentlich ganz witzig. Ach, guck mal hier, ganz viele Naruto-Charaktere. genau, ob ihr das toll findet oder nicht. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, ob ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Miau.